Hey ho und willkommen zu diesem kleinen Special. Ja, man könnte auch vielleicht Abonnenten-Special nennen, so sagen wir mal für 75 Abonnenten, beziehungsweise mittlerweile ja sogar plus, wenn es nicht mittlerweile gar weniger geworden ist, kann ja auch mal vorkommen. Ja, ich wollte mich zum einen einfach mal bei euch bedanken, also bei den Leuten, die jetzt sich regelmäßig die Videos anschauen, die schon länger dabei sind, aber ja auch bei denen, die jetzt neu dazugekommen sind oder die halt auch einfach nochmal hier mit willkommen heißen. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, und ich habe euch, sage ich mal, eine Kleinigkeit mitgebracht oder möchte euch eine Kleinigkeit zeigen, die ich erstellt habe. Ihr seht, ich habe aktuell die Wurzelkasper-KI drin, aber habe hier noch ein neues Gesicht, sage ich mal, mit dabei. Nämlich Robin, beziehungsweise Robin Hood. Hier könnt ihr euch den Text durchlesen. Ich werde jetzt mal erstmal hier den Sound abspielen. Das Volk weiß, dass ich nur Gerechtigkeit will. Einmal, und wenn er rausgeht. Lebt wohl. Ja. Obwohl, ich lasse den mal, das sieht schöner aus, wenn wir ihn hier dabei haben, oder dann könnt ihr auch noch in Ruhe lesen. Ich zeige euch gleich auch noch was ingame zu ihm. Ja, oder sage ich das dann ingame dazu? Mal überlegen. Ja, ich sag's lieber ingame. Okay. Legen wir gleich los, bevor ich hier mit Standbild euch langweile. Schauen wir uns lieber das Ganze hier mal an. Gehen wir ein bisschen mit dem Tempo runter. Ich habe hier eine kleine Burg aufgebaut, einfach mal so zur Verteidigung. Und hier mit meinem Kumpel Robin Hood zusammen. Das ist so seine Burg. Aktuell ist nur eine drin. Da will ich aber auch noch mehr Burgen machen. Und hier haben wir ihn nochmal als Gegner. Ich finde, grün passt besonders gut, deswegen habe ich ihn halt jetzt einmal in grün gegeben, aber gibt halt nur einmal grün, deswegen gibt es nicht mehrere davon. Ja, hören wir uns doch erstmal ein paar Botschaften an, bevor ich weiteres zu dem Ganzen sage. Verbündeten. Ja, fordern wir mal ein paar Güter an, erstmal, was er uns vielleicht geben könnte. Eine Botschaft, Herr. Ihr sollt euer Gold bekommen. Sehr eure großzügig. Verbündeten. Dann fordern wir mal was an. Ja, Gold geben die ja eigentlich nie. Auch wenn er genug hätte. Eine Botschaft, Herr. Wenn ich Gold hätte, würde ich es euch senden. Ja, ja, na gut. So viel Gold ist es nicht. Ich habe mehr, aber er hätte Gold. Naja, oder halt auch Befehle erteilen. Eine Botschaft, Herr. Heute zeige ich es einem weiteren dieser falschen Herren. Ja, so viel zu den Botschaften. Da kommen wahrscheinlich auch noch ein paar, wenn der Robin uns angreift. Denn Robin Hood geht, wie es eben passend ist, immer auf den mit den meisten Gold. Das ist ja spieltechnisch nicht immer so praktisch, aber ich finde, das passt halt richtig gut zu ihm, weil er geht halt dahin, wo es was zu holen gibt. Was soll er bei denen, die pleite sind? Ja, hier sehen wir so einen Angriff von unserem Verbündeten, der jetzt losläuft. Sind gerade einige Speerträger dabei. Das liegt daran, dass er halt hier einen Gegner mit Burggraben hat und da holt er sich halt mehr Speerträger noch dazu, weil er den halt, ja, ausbuddeln möchte. Gut, das hätte er vielleicht auch mit Bogenschützen gekonnt, aber ich glaube, mit Speerträgern ist das einfach effektiver. Ja, hier baut er eine Rampe. Aber da ist nur ein Baumeister reingekommen. Mal sehen. Ja, aufgestellt hat er sie. Ja, zu den Angriffen. Robin Hood hat Leiterträger. Ist halt hier jetzt nicht effektiv beim anderen Robin Hood zu sehen. Hat, wie ihr gesehen habt, Bogenschützen. Sonst auch mehr, wenn er jetzt nicht einen Buddeltrupp hat. Oh, jetzt labert der mich hier als zu mit meinen Problemen, was voll ist, was nicht läuft. Ja, jetzt kommt der nächste. Da sehen wir auch nochmal den Angriff. Also viele Bogenschützen. Hat auch ein paar Tunnelgräber dabei. Und wie gesagt, baut eine Ramme, weil ich habe mir gedacht, eine Ramme passt. Heute zeige ich es einem weiteren dieser falschen Herren. Erstmal ausreden lassen, den Guten. Ja, eine Ramme passt, weil der wohnt ja im Sherwood Forest oder lebt dort. Und da haben sie ja viel Holz und da, denke ich, kann man sich noch ganz gut eine Ramme bauen. So Katapulte oder dergleichen, finde ich, passt dann nicht so. Aber eine Ramme kann ich mir gut vorstellen, dass die sich das aufbauen. Leiterträgern oder Leitern kriegt man auch noch recht einfach hin. Ja, da setzt der Gute die auch schon ganz gut ein, wenn ich nicht so viele Bogenschützen hätte. Oh, mein Tor, das haben sie gekapert. Mal gucken, ob meine Schwertkämpfer sich das von allein zurückholen. Ja, die Tunnelgräber einfach, das ist auch sowas, was ich ihm zutrauen würde. Ich wollte ihn so ein bisschen, wie soll ich sagen, gerissen machen, dass er halt mal einen Tunnel gräbt, um irgendwo reinzukommen. Ich finde, das passt halt so ganz gut zu seinem Charakter. Ansonsten, wir sehen uns mal das bei der Burg von meinem Verbündeten an. Wir sehen, hinten ist die Burg offen, aber hier sieht man es halt auch ganz gut. Er hat da Mörderlöcher.
und auch so in der Burg einige Fallen mit drin. Was ich finde halt auch passt, einfach so ein paar Fallen aufgestellt, halt auch so eine gewisse Gerissenheit, die Gegner auszutricksen. Und wenn die Burg nicht gerade irgendwie blöd steht, weil manchmal kann die auch vom Winkel nicht so optimal stehen, dass das dann zum Beispiel eher an der Seite wäre von Angriffen, hat es halt den Vorteil, die Gegner müssen erstmal hier komplett drum rumlaufen, weil die graben ja in der Regel dann noch nicht mehr den Burggraben aus. Und wollen halt diesen Weg gehen, denn da ist ja offen. Da laufen sie zum einen schön in die Löcher rein und zum anderen haben sie einen ziemlich langen Weg und Der da sind, Kornspeicher ist voll, ja, mein genau, Lord. der Kornspeicher ist voll. Da sind dann richtig viele Bogenschützen hier auf den Türmen und die haben einen positiven Angstfaktor von +5, also die hauen ordentlich rein. Ich habe das hier schon mal Robin gegen Richard kämpfen lassen und er hat zwar so seine Probleme mit den Gepanzerten, den Katapulten, aber er kann tatsächlich die Gepanzerten gut aufhalten, dass die ihn nicht killen, wenn die hier so außen rumlaufen. Er ist da echt ziemlich gut. Auch wenn die Burg so schwach aussieht, sollte man ihn echt nicht unterschätzen. Und ich glaube, er könnte ein ganz guter Khan-Konter sein mit seinen vielen Schützen, zumindest dass er sich da gut verteidigungstechnisch halten kann. Ja, warum habe ich da jetzt einen neuen Charakter gemacht? Oder was heißt das fürs Turnier? Fürs Turnier heißt das erstmal gar nichts, denn ich werde das Turnier normal weitermachen. Meine Der setzt ja Botschaft, jetzt den Herr. Marschall, Heute der zeige Robin. ich es einem weiteren dieser falschen Herren. Wir Aber da ist werden dann ihn der Marschall überfallen. natürlich wieder drin. Ich werde das sozusagen wieder zurücksetzen. Das wird dann nichts ändern, nur ich hatte einfach Lust, weiter an neuen Charakteren zu basteln. Und ich muss hier aufpassen, obwohl, wenn ich sterbe, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Da fliegt er. Ein erträglicher Verlust. Ja, die reden jetzt ziemlich viel dazwischen. Das ist der Nachteil, wenn man selber spielt. Aber gut, sollte ich mich nicht so ablenken lassen. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Eine Botschaft, Herr. Ein Okay, ebenbürtiger das Feind wird wird mir jetzt langsam besiegt. zu viel. Wir gehen ins Menü, da haben wir mehr Heilt Ruhe. euren Gegner. Zum Sprechen. Dass ich noch so ein paar wesentliche Sachen dazu sage. Also, so vom Gedanken, ich weiß natürlich noch nicht, ob ich das in nächster Zeit schaffe oder ob es überhaupt irgendwann rauskommt, aber ich habe mir so überlegt, ich möchte eine Version 2 von der Wurzel-Kasper-KI rausbringen. Das ist zumindest ein Wunsch. Wie gesagt, ob das klappt, kann ich nicht versprechen, aber es ist zumindest angedacht oder nehme ich mir vor. Und da soll es wahrscheinlich, auch da, ich möchte da noch offen bleiben, denn wenn Sachen nicht so funktionieren oder ich merke, nö, mich interessiert doch was anderes oder fände ich cooler, dann mache ich es anders. Aber so vom Gedanken ist es momentan, dass das Thema Kreuzzüge und drumrum ist. Also so in die Richtung. Und da haben wir halt Richards Kreuzzug, auch mit den Templer, Khan, arabischer KI, wo ich auch noch wahrscheinlich mehr hinzufügen werde. Und aber auch in England oder halt was um die Kreuzzüge drumrum ist, was zur gleichen Zeit etwa passiert ist mit zum Beispiel Robin Hood. Und wir werden auch einen oder seinen auch alten Widersacher dann wiedersehen, allerdings in einem neuen Gewand. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was ich damit meine. Ja, und ich wollte aber jetzt einfach schon mal diesen Charakter testen, wollte da ein bisschen rumprobieren und euch den zum einen vorstellen, aber auch anbieten. Also ich habe den euch unten verlinkt im Video. Ihr könnt euch den downloaden, einmal für Vanilla, also dass er nur den Marshall ersetzt, sonst habt ihr alle anderen Charaktere auch mit drin. Oder aber mit, wie hier bei mir jetzt rein in die Wurzel-Kasper-KI, dass ihr ihn dann zusätzlich habt. Dafür müsst ihr halt auf den Marschall verzichten, wenn ihr ihn drin haben wollt. Ja, und ich werde wahrscheinlich noch was an Robin ein bisschen machen, also ihn ein bisschen bearbeiten und sowieso auch neue Burgen reinhauen. Aber so finde ich ihn erstmal schon ganz cool. Mal sehen, was mir dann noch einfällt, ob ich da was ändere oder wie gesagt, ob es dann eher im Fokus auf die Burgen geht. Und gedanklich ist es auch so, dass bei der Wurzel-Kasper-KI2 dann die vier Herzöge draußen wären und auch Marschall Wulzek wären dann nicht mehr so relevant, sage ich mal. Deswegen auch Wulzek gedenke ich zumindest rauszunehmen, weiß ich noch nicht sicher. Aber ich habe trotzdem vor, ihm die weiteren, also die restlichen Burgen zu geben, dass er auf seine 8 kommt. Überhaupt, das ist das Ziel, dass ich einmal die Wurzel-Kasper-KI1, also die ihr jetzt habt, nochmal rausbringe, sozusagen mit allen Burgen, die ich dann mache, und die Wurzel Kasper KI 2 ist das aktuell noch so der Projektname, soll dann auch, na, alle 8 Burgen von den alten haben, aber halt auch von den neuen, die ich dann reinbringe. Ja, es sei denn, ich bringe schon früher eine Version raus, wo noch nicht alle drin sind, aber es ist definitiv Ziel, dass dann auch alle 8 Burgen bekommen. Ja, so viel zu diesem kleinen Special. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zusehen, also nicht nur für dieses Video, sondern grundsätzlich, dass ihr da mit dabei seid.
Da freue ich mich echt drüber, über eure Kommentare, wenn ihr euch das anschaut und mit dabei seid. Und ja, ich hoffe, euch macht das auch so Spaß wie mir. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute.